die Zusammenführung mit deinem richtigen Lebenspartner, was es dazu braucht und was nicht. Und ist mein richtiger Lebenspartner mein jetziger Seelenpartner und muss ich tatsächlich durch den gesamten Prozess durch sein, damit eine Zusammenführung stattfinden kann. Während des Dualseelenprozesses geschehen ein Haufen Bereinigungen. Bereinigungen auf der Ebene des Körpers, auf der Ebene des Geistes, auf der systemischen Ebene und auf der karmischen Ebene. Und vor allen Dingen auf der psychischen Ebene, also auf der emotionalen Ebene. Das ist eigentlich der Teil, der am meisten Zeit beansprucht und der natürlich am schmerzhaftesten ist. Diese fünf Teile sind miteinander verwoben. Das heißt, man kann nicht sagen, dass man in einer gewissen Reihenfolge durch einen durchgeht und dann durch den anderen. Obwohl es manche behaupten, aber das ist einfach nicht die Wahrheit. Man kann auch nicht behaupten, dass die Bereinigung des einen Voraussetzung für die Bereinigung des anderen Teils ist, wie es immer mal wieder behauptet wird. Und es ist auch nicht der Fall, dass du durch diesen gesamten Prozess durch sein musst, so dass eigentlich nichts mehr übrig bleibt, bis du mit deinem Seelenpartner vereinigt wirst. Dieser letzte Punkt, der mag jetzt für viele überraschend sein, weil es ist genau ein Kernpunkt der Dualseelenlehre, dass du durch einen Bereinigungsprozess gehst, Schritt für Schritt. Du bist die ganze Zeit alleine und dein Seelenpartner lässt dich mehr oder weniger alleine damit. Das ist eine Vorstellung, die zum Teil zutrifft, weil du in diesem Prozess Teile hast, die du praktisch nur alleine durchlaufen kannst. Und die Aufgabe deines Seelenpartners ist es eigentlich, energetisch aus dem Weg zu gehen, damit du deinen Weg dadurch finden kannst. Aber es ist genauso die Wahrheit, dass der Kontakt zwischen den Seelenpartnern, welcher Art auch immer, von unglaublicher Bedeutung dafür ist, dass dieser Prozess aufrechterhalten wird und beschleunigt wird. Und es gibt Phasen dieses Prozesses, die kannst du nur durchlaufen, wenn du im direkten Kontakt mit deinem Seelenpartner bist. Es ist aber egal, ob du ihn Dualseele oder Zwillingsflamme nennst oder falschen Zwilling oder einfach nur Seelenpartner. Es ist einfach so, all diese Menschen sind für deine Entwicklung unglaublich wichtig. Denn wenn sie nicht da wären, würdest du diese Schritte überhaupt gar nicht machen, weil du niemals an deinen Schmerz herankommst und weil du nie auf die Idee kommst, dich zu fragen, wer du eigentlich wirklich bist. Nie auf die Idee kämst, deine Komfortzone zu verlassen, in einer Weise, dass du nie wieder zurückkehren kannst. Und damit erübrigt sich die Frage, ob du komplett durch sein musst, um zusammengeführt zu werden. Denn die Zusammenführung ist schlicht und einfach ein Teil des Prozesses. Und nun stellt sich aber die Frage, damit du mit deinem richtigen Partner zusammengeführt wirst. Was musst du da erfüllt haben? Was muss tatsächlich abgehakt sein, damit das geschehen kann? Ich mache immer und immer wieder eine Beobachtung. Und die trifft praktisch für jeden zu, der in so einem Prozess drin ist. Am Anfang des Prozesses bis weit, weit hinein ist dieser Mensch einfach nicht in der Lage, Liebe anzunehmen. Und ich meine hier explizit den Teil, der sich meistens als Herzensmensch oder Loslasser bezeichnet. Das ist das, was wir dem anderen Teil zuschreiben. Aber tatsächlich taucht das Defizit auf beiden Seiten auf. Wenn du in die Liebesgeschichte eines Loslassers hereinschaust, dann wirst du meistens
den einen oder anderen Narzissten entdecken. Und auf jeden Fall Partner, die nicht wirklich zu ihrer Liebe gestanden haben. Oder Partner, die zwar verpartnert waren, aber nicht geliebt haben, nicht wirklich geliebt haben. Und wenn ich dann in der Tiefe frage und in der Tiefe nachgeforscht wird, dann kommt mehr oder weniger regelmäßig so eine Aussage: Ja, ich konnte ja nur solche Menschen in mein Leben ziehen, weil die, die mich gut behandelt haben, die mir die Liebe offen gezeigt haben, die habe ich abgewiesen. Und so konnte dein Resonanzfeld dir natürlich nur unbefriedigende Partnerschaften liefern, deren Liebesverhalten mehr oder weniger defizitär war, je nachdem, auf welchem Stand deiner Entwicklung du dich befunden hast. Bei denjenigen dann, die das sehr stark in ihrem Feld haben, sehr stark das Gefühl haben, die Gewissheit haben, dass sie Liebe gar nicht verdient haben, die ziehen sich auch ganz regelmäßig einen falschen Zwilling heran. Ein falscher Zwilling, ich will es hier nur noch mal aufwärmen, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ein falscher Zwilling ist ein Seelenpartner, der dich sehr mies behandelt. Er ist meistens ein Narzisst oder ein Psychopath oder er leidet unter einem Borderline-Syndrom. Unter Umständen haben wir es auch mit einem Soziopathen oder mit einem Schizophrenen oder jemand mit einer schizoaffektiven Störung zu tun. Alles Krankheiten, psychische Krankheiten, die recht schwer behandelbar sind und immer das Defizit aufweisen, dass diese Menschen nicht wirklich in der Lage sind, eine Liebesverbindung aufzubauen. Das bedeutet, in deiner Geschichte gibt es bestimmt einen Menschen, den du von Seelenpartner oder sogar von der Dualseele gehalten hast, für Zwillingsflamme, der dich nie geliebt hat und das eigentlich auch sehr klar gezeigt hat. Und du hast ihn eben als Gefühlsklärer gesehen. Dieser Seelenpartner, dieser falsche Zwilling, der dient dir dazu, dass du erfährst, wie es nicht funktioniert, wie dass du erfährst, was du nicht in deinem Leben haben willst und der dir dazu dient, dein Selbstwert überhaupt erst zu finden. Dieses Requisit, diese Voraussetzung, ich bin liebenswert, ich habe es verdient, mit Respekt und mit Liebe behandelt zu werden. Und ich akzeptiere nur einen Partner, der dies tut. Dieses Requisit ist die erste und wichtigste Voraussetzung dafür, dass du mit dem richtigen Lebenspartner zusammengeführt wirst. Also der, der bis zum Ende bleibt. An dieser Stelle ein kleiner Abschweifer. Wenn du jetzt denkst, ja, aber jeder Partner ist doch der Richtige, dann hast du zwar recht, aber der Richtige wofür? Und wie ich es schon eben sagte, die meisten sind nur die Richtigen dafür, dass du endlich lernst, wer du bist, dass du endlich lernst, in die Liebe zu gehen und die Liebe von anderen Menschen tatsächlich auch anzunehmen. Und dass du mit so einem Menschen zusammen bist, bedeutet nicht, dass du ewig darin verweilen musst. Du verweilst nur bis zu dem Zeitpunkt, wo du eben das erkannt hast und eben gelernt hast. Und die zweite Voraussetzung, damit diese Beziehung, diese Zusammenführung tatsächlich auch funktionieren kann, dass sie tatsächlich auch trägt, die ist einfach, dass du diese Selbstliebe, die du zu dir gefunden hast, über die Liebe zu deinem Partner stellst. Tatsächlich ist die Liebe zu dir selbst der wichtigere Teil. Das bedeutet aber nicht, dass die Liebe zu deinem Seelenpartner so nur sowas wie eine kleine Kirsche obendrauf ist. Das ist nicht wirklich die zutreffende Bezeichnung, denn zum einen erkennst du deinen Seelenpartner als ein Teil von dir. Ihr seid tatsächlich eins, sodass sich diese beiden Lieben, ich nenne es so mal, sich nicht trennen lassen. Und oberhalb dessen
ist eine weitere Liebesverbindung da, nämlich die zwischen dir und deinem Schöpfer. Dies ist eigentlich das Wichtigste, aber auch da muss gesagt werden, das ist eigentlich dasselbe. Das sind drei Spiegel, die immer ein und dasselbe spiegeln. Dieses Dreieck der Liebe, das ist so tragend, dass es praktisch nicht möglich ist, dass eine dauerhafte, feste Verbindung zwischen Seelenpartnern im Außen entsteht, ohne dass diese Bedingung erfüllt ist. Die andere Seite ist, dass dies tatsächlich nicht vollständig geschehen sein muss. Es muss aber diese absolute Bereitschaft dastehen, seine spirituelle Arbeit zu tun. Und das ist die nächste Voraussetzung. Ich mache meine spirituelle Arbeit. Und diese spirituelle Arbeit ist wichtiger als alle anderen Aufgaben in deinem Leben. Das muss dir klar sein. Wenn du diese Bedingung nicht erfüllen kannst, dann wirst du mit der Zusammenführung mit deinem richtigen Seelenpartner, mit dem, der zu dir gehört, in große Schwierigkeiten geraten. Das liegt schlichtweg daran, dass das Wesentliche dieser Verbindung das eigentliche Wesen ist. Dass der Kern deines Seins, dessen, was du tatsächlich bist, freigelegt wird. Und du bist nicht ein Mensch, der spirituelle Erfahrungen macht. Du bist ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Und hier sind wir gleich beim nächsten Punkt. Du kannst es vielleicht als Erdung, als Verbindung zur Mutter Erde sehen. Du kannst es aber auch anders ausdrücken. Auch dein Menschsein, der Teil dessen, was du hier auf Erden bist, darf sich komplett verwirklichen. Und das ist der Grund, warum diese Verbindung nicht funktioniert, wenn du noch gar nicht an deiner Berufung gearbeitet hast. Denn das legt das frei, die Art und Weise, wie du das, was du bist, in diese Welt bringst. Und das ist durch dein Menschsein. Dass du das gar nicht tun kannst, wenn du deine männliche Seite nicht entwickelt hast. Denn du hast einfach nicht die Durchschlagkraft, die Planung und die Zielrichtung, die das erfordert. Und du kannst es auch nicht entwickeln, wenn du deine weibliche Seite nicht entwickelt hast. Denn es ist die, die das, was in deinem Herzen ist, das, was wirklich dein Herzblut darstellt, nährt und weiterentwickelt. In meinem letzten Video sprach ich davon, dass die göttliche Liebe vereinigt wird mit der göttlichen Erleuchtung. Und ich sprach davon, dass die göttliche Liebe und die göttliche Erleuchtung noch ein Geschwisterchen haben. Und dieses Geschwisterchen ist die göttliche Gerechtigkeit. Und die bezeichnet man auch als Karma. Und auch Karma hat ein Zwillingsgeschwister. Und dieses Zwillingsgeschwister heißt göttliche Gnade. Nun, ich habe eine gute Nachricht für dich. Die göttliche Gerechtigkeit, die schlägt gerade unglaublich zu. Denn viele dieser falschen Dualseelenberater, ich meine Leute, die hier irgendwelche Gegenstände energetisieren, die sie für 5 Cent irgendwo gekauft haben, für 80 Euro wieder verkaufen und behaupten, die muss man nur auf ein Foto von deinem Seelenpartner legen und schon funktioniert die Zusammenführung oder irgendwelche Dinge. Dass diese Leute gerade von der Staatsanwaltschaft Besuch bekommen haben. Und zwar mehr als einer. Und so gibt es so manchen Kanal, der hier solche Dinge verbreitet, der demnächst geschlossen ist. Die Vorwürfe lauten dann auf so nette Dinge wie Betrug, Steuerhinterziehung, Erschleichen von Sozialleistungen. Du kannst dir sicher sein, dieser Kanal bleibt bestehen. Und so mancher Kanal von meinen Kollegen, mit denen ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, die bleiben auch alle bestehen, denn die haben gar nichts zu befürchten. Nun, ich weiß auch von manchen anderen Menschen, die gegen
Dualseelen paragiert haben oder gegen den einen Teil versucht haben, die Vereinigung zu verhindern, dass die jetzt gerade Besuch vom Bruder Karma erhalten. Mit sehr üblen Konsequenzen. Man kann davon sprechen, dass gerade eine enorme Häufung dieser Dinge geschieht. Und das ist natürlich kein Zufall, denn die nächste Vereinigungswelle rollt bereits. Und diejenigen, die man bisher hat gewähren lassen, die werden langsam, aber sicher aus dem Verkehr gezogen. Denn wir haben unsere Arbeit geleistet. Wir haben den Dualseelenprozess im morphogenetischen Feld verankert. Und so wird es jetzt für die nachfolgenden Generationen der Dualseelenpaare schlichtweg noch einfacher. Nun, das ist die Wirkung von Karma im Großen, aber auch im Kleinen. Es geht auch um dein eigenes Karma, um das, was du noch zu bereinigen hast. Und du hast Glück, dass Karma ein Zwillingsgeschwister hat, das die Wirkung von Karma wieder aufhebt. Und das ist die göttliche Gnade. Die göttliche Gnade in deinem Feld, die wird aktiv durch Vergebung. Es ist Zeit für dich, deinem Seelenpartner zu vergeben, ihm wirklich all das zu vergeben, was dir angeblich Schmerz bereitet hat, in der Erkenntnis, dass es genau das ist, was dich weitergebracht hat, was dich in die Transformation gebracht hat, dass das notwendig war, damit du dich bewegst. Es ist Zeit, dir selber zu vergeben. Zu vergeben, dass du dich nicht von alleine bewegt hast, dass du nicht früh genug erkannt hast, worum es geht. Denn die Wahrheit ist, es konnte nicht anders verlaufen, jeder Schritt in diesem Prozess. Der war auf eine gewisse Weise notwendig, so wie er gekommen ist. Es macht deswegen keinen Sinn, in Dingen zu verweilen wie hätte ich doch damals, könnte ich doch und hätte ich doch früher erkannt. Vergiss es einfach. Du bist genau an dem Punkt, wo du jetzt bist und du wirst jetzt weiter agieren, von diesem Punkt aus. Und wenn du auf den einen oder anderen falschen Dualseelenberater hereingefallen bist, auch das konnte nicht anders passieren. Weil der Punkt ist einfach folgender. Es sind häufig Menschen, und du hast vielleicht auch zu ihnen gehört, sind häufig Menschen, die ihre spirituelle Arbeit nicht machen wollen. Und dann natürlich auf irgendwelchen Voodoo-Zauber setzen. Oder auf den Versuch, sich einfach abzutrennen. Beides führt einfach in die Sackgasse. Also die dritte große Voraussetzung, dass du mit dem Menschen als Partner vereinigt wirst, der wirklich zu dir gehört. Das ist die Vergebung. Und Vergebung ist hier eigentlich nichts weiter als Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass dir niemals etwas zugefügt wurde, sondern dass du einfach deinen Weg entlang geführt wurdest und dass du Widerstand geleistet hast. Also selbst wenn du auf einen falschen Zwilling hereingefallen bist, von ihm praktisch besessen warst, selbst dann ist es einfach so, dass du diejenige warst oder derjenige, der sich nicht hat fühlen lassen. Und dadurch wurde das notwendig. Es wurde notwendig, weil du nicht anerkennen konntest, nicht anerkennen wolltest, dass du es wert bist, geliebt zu werden und dass du die Liebe einfach annehmen musst. Und die letzte große Voraussetzung, die ich nennen will, ist einfach, den anderen, den Seelenpartner sein zu lassen, wie er ist. Und zu diesem Sein lassen, wie er ist, gehört es auch, dass du annimmst, dass er nun mal jetzt gerade gar nicht mit dir zusammen sein will. Oder zumindest so tut, als wenn er das nicht wollte. Dazu gehört es auch anzunehmen, dass er derzeit jemand anderen als seinen Lebenspartner gewählt hat. Auch dann, wenn du ganz klar erkennen kannst, und so ist es in 10 von 10 Fällen fast, dass dieser Partner ihm gar nicht gut tut und dass die Verbindung zwischen den beiden alles andere als Liebe ist.
Es gehört auch dazu anzunehmen, dass dieser Mensch die Entwicklungsschritte, die du dir von ihm wünschst, vielleicht sehr viel langsamer macht, als du es dir vorstellen kannst, als du es dir wünschst. Aber du musst erkennen können, dass eine Zusammenführung auf diesem Niveau einfach der göttlichen Gnade bedarf. Und du dich komplett diesem Timing unterwerfen musst. Du kannst hier nichts beschleunigen in dem Sinne. Ich tu dies, ich tu das, ich entwickle mich. Ja, und dann geschieht das unglaublich schnell. Nein. Du schaffst eine neue Blockade, indem du dich unter Druck setzt, dich sehr schnell zu entwickeln, damit das passiert. Genauso wie dein Seelenpartner, der diese Schritte nun mal sehr langsam macht, hast du auch die Möglichkeit, es selber langsam zu machen. Denn glaub mir, Gras wächst nicht schneller dadurch, dass du daran ziehst. Und es am Kokon wird nicht schneller ein Schmetterling, indem du die Schale aufbrichst. Ganz im Gegenteil, du sorgst nur dafür, dass er stirbt. Und nun kommen wir zur letzten Frage, die ich am Anfang aufgeworfen habe. Ist es denn so, dass dieser Seelenpartner unbedingt dein Lebenspartner ist? Und du weißt die Antwort, nein. Ist es nicht unbedingt so. Es kann sein, dass selbst wenn es der richtige Seelenpartner ist, es nicht der richtige Lebenspartner ist. Aber in dem letzten Stadium deines Seelenpartnerprozesses vor der Vereinigung wirst du bereit sein, ihn gehen zu lassen. Also tatsächlich die Bereitschaft entwickeln. Okay, es kann sein, dass sich das, was ich mir wünsche, sich niemals verwirklicht. Und dann musst du bereit sein, diesen Seelenpartner tatsächlich komplett gehen zu lassen. Und du musst zu einer zweiten Sache bereit sein, nämlich dein Konzept von Partnerschaft aufzugeben. Dieses Konstrukt, das wir haben, wie eine Partnerschaft zu sein hat, das heißt, dass man ständig zusammen ist, es irgendwie in dieser Umgebung auch keine weiteren Menschen gibt und dass man zusammen wohnt und zusammen Kinder hat. Dieses Konzept ist deswegen da, weil normalerweise die Bindungen zwischen Partnern schwach sind und so ein äußeres Korsett geschaffen wird. Solange du aber auf dieses äußere Korsett, das die Bindung verstärken soll, bestehst, solange zweifelst du an der Stabilität der inneren Verbindung. Aber wenn du gar nicht an eure Verbindung glaubst, wie soll sie sich dann im Außen als stabile Verbindung zeigen? Du entziehst dir die Energie damit. Und in diesem Stadium kann es tatsächlich dazu kommen, dass du dich dauerhaft für jemand anderen entscheidest, der mit ziemlicher Sicherheit auch ein Seelenpartner ist. Aber eben nicht dieser. Aber selbst das kannst du hinter dich lassen und dir sagen, okay, ich brauche einen Menschen, der sich liebevoll um mich kümmert. Indem ich diese Liebe zeigen kann, auch meine Liebe mit ihm teilen kann. Selbst das ist eine Möglichkeit, auch wenn ich weiß, dass die wenigsten sich dazu entscheiden. Einfach aus dem Grunde, weil diese Beziehungen natürlich nicht die Tiefe haben, die sie sich wünschen. Und die Wahrheit ist, dass diese Beziehungen auch meistens wieder sehr schnell auseinandergehen. Mögen sehr schnell auch ein oder zwei Jahre sein, weil da erkannt wird, okay, ich habe da einen Menschen gefunden, der sehr bewusst ist, sehr liebevoll ist, ja, wo tatsächlich eine Liebesverbindung da ist, aber die ist einfach nicht tragfähig genug, sie ist einfach nicht tief genug. Du siehst mich hier im wunderschönen Elche bei Alicante und am 9. bis 12. Januar findet hier ein Seminar statt. Für eine Gruppe für bis zu 6 Personen. Da sind noch 2 Plätze frei. Und falls du dir bisher überlegt hast, ob du da hingehst oder nicht, dann wird es Zeit zu buchen. Das angekündigte Seminar in Freiburg eine Woche vorher. Da ist nur noch ein Platz frei. Und
wenn du das buchen willst, dann ist es jetzt Zeit dazu. In diesen Seminaren werden wir sehr, sehr effektive Arbeit leisten und dir diesen Weg, den ich dir in den Videos immer wieder skizziere, einfach erleichtern. Die erschaffen so eine Art Blaupause, wo du durchgehen kannst. Und das Ziel dieser Seminare, übrigens auch der Einzelcoachings, die du weiterhin buchen kannst, sind allerdings wesentlich teurer, die du weiterhin buchen kannst, die zeigen dir praktisch deinen Weg, so wie du ihn für dich vorgezeichnet hast. Denn das hast du bereits getan. Nur sind wir häufig darin, nicht so gut unsere eigene Blaupause zu erkennen. Und wenn du es kleiner beginnen willst, die meisten Menschen, die zu den Seminaren kommen, die haben vorher die Seelenpartnerreihe gebucht und haben dort einen Teil der Arbeit, wie ich sie in den Seminaren mache, kennengelernt. Das Problem ist natürlich, dass du bei dieser Seelenpartnerreihe alleine bist. Diese Seelenpartnerreihe ist sehr, sehr wertvoll. Die ist sehr, sehr stark in ihrer Wirkung. Wenn du das, was ich da erkläre, umsetzt, kommst du viele Schritte weiter. Aber es gibt manche Dinge, die kann man alleine eigentlich kaum schaffen, weil man nicht dahin guckt, weil du nichts nicht schaffst zu sehen, wo eigentlich das Problem liegt. Weil du überhaupt gar nicht auf die Idee kommst, welcher Schritt wirklich anliegt. Das ist leider etwas, was ich nicht in Videos beseitigen kann. Aber auf der anderen Seite ist diese Arbeit mit sich selber eine Voraussetzung oder zumindest eine Ergänzung, eine hervorragende Ergänzung zu dem, was in den Seminaren passiert. Und wer nicht warten kann auf ein Seminar oder ein Einzelcoaching, der kann mich privat buchen per WhatsApp, Telefon, Skype. Und da können wir einzelne Dinge, einzelne Themen, die jetzt anliegen, besprechen. Die effektivste Form ist allerdings die Präsenz hier bei mir. Denn im Telefon oder über ein Video kann ich dich natürlich nicht in dieser Weise abholen, wie ich dich abholen kann, wenn du hier bist. Und du magst für dich entscheiden, ob du wirklich alleine kommen willst. Das ist okay und das ist sehr, sehr wirksam. Oder in der Gruppe kommen willst. Auch das ist sehr, sehr wirksam. Und das hängt von der Art deines Prozesses ab und von der Art und Weise, wie du bisher agierst, wie du mit Gruppen zurechtkommst. Das mag deiner Entscheidung unterliegen. Ich habe es häufig erlebt, dass die Menschen das so buchen, Videoreihe, Einzelcoaching, Gruppencoaching, ja. Aber du machst das so, wie es für dich stimmig ist. Fast sicher ist, dass diejenigen, die schon mal da gewesen sind, auch wiederkommen. Oder zumindest die, die eine Sache gebucht haben, auch die andere buchen. Bei meinen Seminaren, den Gruppenseminaren, ist es tatsächlich so, dass fast 90% der Menschen, die einmal da waren, mindestens ein zweites Mal auftauchen. Manche waren schon 6 oder 7 Mal da und konnten jedes Mal erleben, dass sie nach dem Seminar erhebliche Schritte gegangen sind. Auch die Einzelcoachings, die werden meistens mehrfach gebucht, weil auch da sich zeigt, dass danach viele Schritte passieren, die vorher einfach blockiert waren. Und ich lade dich ein, tatsächlich es einfach auszuprobieren. Unten im Text ist ein Link, da kannst du dich zu den Seminaren anmelden, du kannst die Videoreihe bestellen oder Kontakt aufnehmen für ein persönliches Gespräch.